Neueröffnung von meinem Laden in Mattersburg. Der Sozialverein Mein Laden ist von der Randlage im FMC 2000 ins Zentrum von Mattersburg übersiedelt. Das neue Geschäft wurde in der Michael-Koch-Straße 43a eingerichtet. Die Eröffnung nahm Bundesrätin Inge Bosch-Kruska vor. Der Bezirkshauptmann, Magister Zechmeister, zahlreiche Bürgermeister und Ehrengäste waren anwesend. Leider wurde es von Seiten der Stadt Mattersburg verabsäumt, einen Vertreter zu schicken. Mein Laden ist ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt, das Eigenerlöse erwirtschaften muss und vom Arbeitsmarktservice Burgenland, vom Land Burgenland und anderen Spendern gefördert wird. Momentan sind 5 Hauptberufliche und 17 Transitangestellte beschäftigt, die wieder in den normalen Arbeitsmarkt eingegliedert werden sollen. Im Laden bekommt man von Möbeln über Gewand bis zu Spielzeug und Elektrogeräten einfach alles, was man im Haushalt brauchen kann. Außerdem wird der beliebte 1-Euro-Tag ab sofort 4-mal im Jahr statt wie bisher 2-mal stattfinden. Bis auf die Parksituation ist der neue Standort wesentlich besser für ein Geschäft dieser Art geeignet. Helle Räume und freundliches Personal laden zum Einkauf der gebrauchten, bei Bedarf wieder erneuerten Artikel ein. Ich verspreche euch, dass es nicht allzu lang wird, damit ihr Zeit zum Stöbern habt. Ich habe da jetzt eine ganz lange Liste an Ehrengästen. Ich probiere das jetzt, ich mache es nicht nach dem Protokoll, weil ich sonst sicherlich irgendwas vertrat. Daher mache ich es so, wie ich glaube, dass es gut ist und wie es meifelt. Als allererster, das ist ganz stark wichtig, möchte ich das AMS Regionalstelle Mattersburg begrüßen. Lieber Markus Plattner, lieber Renate Domastowitsch, liebe Heike, ich habe jetzt dann nachgesehen, weiß ich jetzt nicht. Ernstl, ich habe gesehen gehabt. Da möchte ich gleich bei der Begrüßung den großen Dank aussprechen. Wir haben eine soziale Idee gehabt am Anfang des Projektes und sozial ist gut, ist wichtig, ist notwendig in unserer Gesellschaft, wird immer notwendiger, aber ohne eine finanzielle Unterstützung hätten wir es nicht zusammengekriegt. AMS ist die Stelle, die uns wirklich unterstützt, die uns möglich macht, diese soziale Idee zu leben. Ein herzliches Dankeschön dafür und auch an eure Landesgeschäftsstelle. Ich habe eine Menge an Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, Kolleginnen und Kollegen gesehen. Ich darf jetzt anfangen mit der Ricky Reis-Müller, die auch im Vorstand ist bei uns. Ricky, herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Ich darf ihn Günther Schmidt begrüßen als Rohrbock, im Bürgermeister. Ich sicher zwar jetzt nicht, aber er ist sicher da. Ich darf ihn Dieter Bosch recht herzlich begrüßen bei uns. Danke, dass du da bist. Und ich darf den Bürgermeister außer Dienst, der bei uns im Vorstand ist, den Herbert Geldmann, herzlich begrüßen, weil der ist seit Anfang an im Vorstand bei uns dabei. Herbert, herzlich willkommen. Ich hoffe, ich habe keinen Bürgermeister vergessen. Ist der Bürgermeister da? Ja. Ja, außer dem Kind. Dann sind wir jetzt bei der Bezirkshauptmannschaft. Ich freue mich ganz stark, dass unser neuer Herr Bezirkshauptmann, der Herr Werner Zechmeister, bei uns ist. Herzlich willkommen und danke für den Besuch. Kreuz, den wir manchmal brauchen, ist der Christoph Primmel. Dankeschön für deinen Besuch, herzlich willkommen. Vom Putz Neutal ist da die Frau Claudia Billi, stimmt das? Ja. Ja, und der Herr, das kann ich nicht lesen, kriegt. Hauser. Gut, vom Putz Neutal auf alle Fälle herzlich willkommen. Es sind nämlich mehrere Projekte da und daher ist es für mich so wichtig, auch diese zu nennen. Gleich unsere Nachbarn, die Heinzelfrauen, die wir auch recht herzlich begrüßen. Danke, dass ihr zu uns umgekommen seid. Und danke für die Zusammenarbeit. Und die Frauenberatungsstelle, die Karin ist da und die Traude Reis-Müller, Karin Hammerschmidt und die Traude Reis-Müller. Herzlich willkommen, danke für euch und Besuch. Vor der BH Mattersburg habe ich jetzt vergessen, dass die Dagmar Matuschek bei uns ist und die Dagmar ist eine wichtige Mitarbeiterin hinten, eine wichtige Mitarbeiterin, weil sie nämlich genau weiß, wo der Schuh drückt, die Leute und dann immer wiederum auch zu uns kommt und mir helfen können und sie diese Hilfe auch immer weitergibt. Danke, Dagmar, herzlich willkommen.
von der Wiener Städtischen ist der Herr De Matti da. Servus, herzlich willkommen, danke für deinen Besuch. Dann haben wir neben diesen Räume gleich daneben gekriegt zum Mieten, weil sonst war es nämlich nicht gegangen, sonst wären wir es klar gewesen und wir hätten diesen Raum auch nicht nutzen können. Ich denke mir, einige von euch werden das schon wissen, wir sind nicht freiwillig ausgezogen vom FMZ, es ist nicht so lustig, dass wir immer wieder übersiedeln müssen und immer irgendwo anders hin müssen, aber die neuen Besitzer haben gemeint, dass sie ein Sozialprojekt in ihren neuen Anlagen nicht brauchen können und daher haben sie gemeint, dass wir eigentlich jetzt ausziehen sollten. Es ist nicht wirklich gut gewesen. Unser Geschäftsführer hat gemeint, Inge, ich bin froh gewesen, dass du nicht da bist. Ich finde es nämlich schon sehr arg, dass man das in Österreich sagen kann, dass man kein Sozialprojekt braucht. Ich möchte es hier deponieren, weil ich mich wirklich geärgert habe. Ich denke mir, dass man in der heutigen Zeit sowas zu sagen eine pure Frechheit ist. Ich möchte es wirklich so deponieren, weil ich mich geärgert habe. Wir haben mehrere Räumlichkeiten angeschaut, gesucht, haben das dann gefunden, wäre aber zu klein gewesen, würde es nicht die Landwirtschaftskammer geben, die uns gleich daneben die Büroräume und auch den Keller dann zur Verfügung gestellt hat. Ich darf da sehr, sehr herzlich und mit großer Dankbarkeit begrüßen den Herrn Otto Briller. Herzlichen Dank und danke für das Kommen. Sind. Ja, wir sind jetzt nicht nur froh, dass wir die Landwirtschaftskammer gekriegt haben, sondern natürlich auch sehr froh, dass wir diesen Raum gekriegt haben. Und daher darf ich sehr herzlich, so für das Adolfi, den Architekten Herwig Graf begrüßen. Ja. Ah, da waren sämtliche Räumlichkeiten her. Und der ein großes Herz auch für die Projekte hat, die Sozialprojekte hat. Und einer derjenigen ist, der sagt, noch freilich, wenn ich helfen kann, dann wir helfen. Und das auch da hat. Wirklich ein großes Dankeschön für diese Arbeit. Von der Arbeiterkammer, die ein wichtiger Partner für uns ist, ist die Gabi Dremmel da. Ich die Gabi. Die Gabi Dremmel da, die ein wichtiger Partner ist und ganz, ganz herzlich möchte ich begrüßen und ich freue mich wirklich, dass du zu uns kommst, bist in Wolfgang Jerusalem. Dankeschön, dass du uns besuchen kannst. So, den ich vergessen habe. Wirtschaftskammer. Entschuldigung, ganz wichtig, habe ich jetzt vergessen. Wirtschaftskammer. Den Herrn Bauer. Dankeschön. Danke für den Besuch, aber auch sehr wichtig für uns. Die Frau Ecker von der Frau in der Wirtschaft und der Herr Bauer. Für mich ist jetzt wichtig zu sagen, unser Projekt gibt es nicht nur seit vorgestern, sondern unser Projekt gibt es schon sehr lange. Dieses Projekt ist mit sehr viel Idealismus aufgebaut worden. Und gleich am Anfang hat es eine Frau gegeben, die sich da eingekämpft und eingeköpft hat und gesagt hat, die Idee unterstütze ich und die möchte ich machen. Und daher freue ich mich, liebe Vera Flaschitz, danke, dass du zu uns gekommen bist. Freue ich mich wirklich ganz, ganz stark. Und dann, das sieht sie nicht auch, dann hat die Vera in die Altersteilzeit gehen können. Jetzt waren wir natürlich alle irgendwie ein bisschen überfordert, wenn es jetzt nicht mehr da ist, was werden wir tun? Werden wir empfinden, der diese Idee ja wirklich weiterleben kann? Und dann haben wir jemanden gefunden, der das im Blut hat, der das im Herz hat und der das gespürt, wo geholfen werden kann. Das ist unser jetziger Geschäftsführer, Christoph Heider, Bürgermeister aus Straßburg, weil ich früher als Bürgermeister vergessen habe. Den ich aber nie weiß, ein sehr guter Bürgermeister. Danke für dich, danke für das ganze Team, für alle, die jetzt da mitwerkeln, mitarbeiten, die Schachinger, so die Monika Flackel, der Paar Helmut, unsere ganzen Tag. Wirklich Dankeschön. Ich muss mich wenig kümmern. Ich stehe jetzt nur da als Wichtige. Nicht? Aber die was wirklich die Arbeit machen, die sich wirklich einigern, sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und da bin ich sehr, sehr dankbar für diese Arbeit, die sie leisten. Unsere Landesrätin, die Verena Dunst, die heißt ja nicht da, hat uns eine Grußbotschaft geschickt. Ich lese die jetzt vor, zumindest ein bisschen was. Sehr geehrte Damen, liebes mein Ladenteam, leider kann ich heute nicht persönlich an der Neueröffnungsfeier teilnehmen, es ist mir ein umso größeres Anliegen, auf diesem Weg kurze Grußworte zu übermitteln und an diesem freudigen Tag Danke zu sagen. Mein großer Dank gilt dem Verein und dem Projektleiter und Geschäftsführer Christoph Heider. Ihrem Einsatz, aber selbstverständlich auch dem Einsatz vom ganzen mein Ladenteam, haben wir es zu verdanken, dass dieses Projekt für einen großen Erfolg wurde. Mein Laden betreibt nicht nur diesen Second-Hand-Laden und einen Transportservice, sondern mittlerweile auch ein Haus- und Gartenservice. Mein Laden ist außerdem ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt der besonderen Art. Mein Laden bietet langzeitarbeitslosen Menschen Chance zur Integration am Arbeitsmarkt. Dieses Projekt ist somit enorm wichtig für die Region und ist von hier nicht mehr wegzudenken.
Ich hatte schon des Öfteren die Möglichkeit, bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen dabei zu sein. Und ich komme immer wieder sehr gerne hierher. Das kann man bestätigen, Sie kauft nämlich Ihre Eier bei uns. Mein Laden ist ein Mehrwert für die Menschen in der Region und vor allem auch für Frauen. Deshalb ist es mir auch ein persönliches Anliegen, dieses großartige Projekt zu unterstützen. Ich darf mich an dieser Stelle nochmals bei allen Mitwirkenden aufrichtig bedanken. Bedanken für die tagtägliche unermüdliche Arbeit und ihr hohes Engagement zugunsten der Schwächeren unserer Gesellschaft, denen sie damit neue Hoffnung und neue Lebensperspektive geben. Alles Gute, eure Landesrätin Verena Dunst. Das ist eigentlich auch der Inhalt. Ich brauche da nicht mehr viel dazu sagen. Wir brauchen euch, alles so wie es da steht, in jeder Funktion, die ihr seid. Wir brauchen die Unterstützung, dass wir hier auch Unterstützung weitergeben können. Das ist unser Ziel, das wollen wir machen, deswegen gibt es uns. Wir wollen diese Steuergerechtigkeit, die sehr oft diskutiert wird und leider nicht umgesetzt werden konnte, wollen wir hier leben. Nämlich die zu haben, die mehr haben, sollen sie uns bringen. Sie kriegen davor ein freundliches Lächeln, sie kriegen davor einen Händedruck und wir verkaufen es dazu einen Preis, wo sie andere Abos leisten können. Wir sind aber kein sozialer Markt, das möchte ich ganz ausdrücklich dazu sagen. Wir sind ein Geschäft, wo wir jeden und jede von euch herzlich begrüßen, weil wir natürlich auch einen Reinerlös machen müssen, weil sonst sagt das AMS zu uns, Freunde, wenn es nichts leistet, dann können wir eigentlich nicht mehr unterstützen, wo es vollkommen recht haben. Daher müssen wir es leisten, daher brauchen wir jede und jeden Einzelnen von euch, das herkommt, dass uns was ankauft, dass Mundpropaganda macht, wir drinnen gestanden ist, nicht nur den Laden haben wir, wir haben einen Transportservice, das heißt, wenn irgendwer auf euch übersiedeln will, irgendwo was schwarz zum Drogen hat, unsere Männer sind immer da, die helfen euch sehr gerne und wir haben auch, sage ich nicht fix und fertig, oder heißt es fix und fertig? Fixi. Ich sage, entweder sage ich fix und fox oder fix und fertig. Ich habe da unser Projekt Fixi, das auch im Gartenarbeiten und so weiter macht. Das heißt, es gibt vieles, was ihr nutzen könnt bei uns, wo wir euch auch darum bitten, denn, dass das Projekt unterstützt, weil ich glaube, dass die Idee unterstützungswürdig ist. Ich danke euch recht herzlich für das, dass ihr heute gekommen seid. Vergesst nicht, dass weiter Werbung machen müsst und dass weiter schauen müsst, dass unser Laden läuft. Herzliches Dankeschön und jetzt hat sich noch bedienen, es gibt Sekt und gibt einiges zu kaufen. Ja. Danke. Der beste Geschäftsführer hat gesagt, zum Essen gibt es eher was. Mein Laden war richtig gut in die Einkaufszentrum, aber Sie haben mich übersiedelt. Was war der Grund? Unser Mietvertrag wurde von den neuen Eigentümern gekündigt und somit mussten wir einen neuen Standort suchen und wir sind sehr froh, dass wir hier im Zentrum von Mattersburg ein neues Geschäftslokal und auch neue Büroräumlichkeiten beziehen konnten. Und was erwarten Sie von dieser Standburg? Wir sind sehr froh, dass wir hier bei den Menschen sind, hier in der Stadt. Viele unserer Kunden sind ja nicht mobil, kommen ja zu Fuß einkaufen und wir sind hier wirklich im Zentrum von Mattersburg und somit auch direkt bei den Kunden, bei den Menschen. Das Sortiment bleibt das gleiche. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, dass auf uns kommen? Neuigkeiten, wir wollen weg von diesem Image, dass wir nur für arme, für sozial schwache Menschen da sind. Wir sind für alle Menschen da, Secondhand, für jedermann, von jung bis alt, von arm bis reich. Ich hoffe, dass dieser Paradigmenwechsel hier auch stattfinden kann, also dieser Hype, der international schon angerollt ist, dass Secondhand wirklich für jedermann ist. Unser Motto lautet Klasse statt Masse. Hier in Mattersburg ist ja sozusagen Zentrum. Viele, wenn wir gehen, die Savio ist da, der Villa Martini ist da, Promente ist da. Ist das welcher Vorteil für Sie? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es sehr interessant. Es hat zwar der Zufall hier mitgespielt, aber ich finde es sehr interessant, dass in unmittelbarer Nähe sehr viele Sozialvereine hier tätig sind, wie die Heinzelfrauen, der Savio, Promente oder die Villa Martini. Und vielleicht können wir hier auch Synergien nutzen und auch gemeinsame Aktionen starten.